Hallo Leute, willkommen zurück beim Handyman. Mein Name ist Marius und wenn ihr wissen wollt, wie man so eine coole Lampe baut, dann bleibt jetzt dran. Ja, dem einen oder anderen von euch ist die Lampe bei mir hier im Hintergrund vielleicht schon mal aufgefallen. Das ist auch eine Lampe Marke Eigenbau und ich will euch heute einmal zeigen, wie man so eine Lampe bauen kann. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dazu zum Beispiel so einen Flaschenglasschneider mir besorgt. Mit so einem Flaschenglasschneider, es ist ein bisschen Übung tatsächlich notwendig, um das zu machen. Also ihr werdet sicherlich mal so ein oder zwei Flaschen kaputt machen, aber dann kriegt man es eigentlich ganz gut hin. Ihr habt die Möglichkeit, entweder so eine Lampenschirme daraus zu machen. Ihr könnt tatsächlich auch vielleicht für Teelichter euch so eine Gläser machen, wo ihr die dann reinstellen könnt. Das Schöne daran ist an diesem Glasschneider, dass ihr das tatsächlich mit allen möglichen Flaschen machen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel euren Lieblingswodka habt oder euren Lieblingswein oder ähnliches, dann könnt ihr mit diesem Flaschenglasschneider alle Flaschen einfach schneiden. Es gibt immer mal Flaschen, die einfach von der Produktion her vielleicht mit Nähten oder mit einer Verstärkung unten ausgestattet sind. Die kriegt man dann gegebenenfalls nicht so leicht geschnitten. Das muss man dann einfach probieren. Also Übung macht schlau. Was ihr benötigt, um so eine Lampe herzustellen aus Glasflaschen, das ist natürlich einmal der Glasschneider. Dann braucht ihr einen Baldachin, wo ihr dann später die Kabel einführen könnt, den ihr an der Decke festmachen könnt. Dann braucht ihr Textilkabel. Das Textilkabel könnt ihr online bestellen, ihr könnt es im Bauhaus kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an so ein Textilkabel ranzukommen. Dann braucht ihr Fassungen. Da könnt ihr entweder E27 Fassungen nehmen, ihr könnt E14 Fassungen nehmen. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Flasche, die ihr verwendet. Also je nachdem, wie der Durchmesser von der Flasche ist, ob er ein wenig breiter ist, ob er vielleicht ein wenig schmaler ist, müsst ihr dann entscheiden, ob ihr zum Beispiel eine E27 oder eine E14 nehmt. Also ich persönlich würde euch empfehlen, nehmt, wenn ihr eine breitere Flasche habt, eine E27 Fassung. Wenn die Flasche nicht so breit ist, zum Beispiel eine Weinflasche oder ähnliches, dann nehmt eine E14 Fassung. Ich habe in meiner Lampe E14 Fassungen drin und habe Retro-Leuchtmittel reingemacht. Das sind Retro-LED-Leuchtmittel. Ihr kriegt natürlich auch noch Retro-Leuchtmittel, die nicht LED sind, sondern mit einem richtigen Glühfaden drin. Die heißen dann zum Beispiel Edison-Lampen oder ähnliches. Würde ich persönlich euch nicht empfehlen. Die haben sicherlich ein ganz schönes Licht, lassen sich auch schön dimmen, aber mittlerweile sind wir mit den LEDs schon so weit, dass ich persönlich euch empfehlen würde, nehmt eine schöne LED-Lampe, die diesen Retro-Leuchten nachempfunden sind. Da gibt es zum Beispiel Leuchten von Iglo und so weiter. Also gibt verschiedenste Hersteller, die sind mittlerweile wirklich gut. Ihr könnt ein schönes warmes Licht nehmen, also zum Beispiel 2700 Kelvin ist ein relativ warmes Licht. Auch 3000 Kelvin ist immer noch warm, ist auch in Ordnung. Ihr müsst natürlich immer bedenken, dass wenn eure Flasche schon selber einen, einen dunkleren Ton hat, also ein dunkleres Glas hat, da war ich persönlich selber ein bisschen verwundert bei meiner Lampe. Die ist relativ dunkel, also die Glasflasche ist relativ dunkel gewesen oder die Glasflaschen. Und dann hatte ich eine 2700 Kelvin Leuchtmittel dazu geholt. Und es ist dann doch sehr gelb geworden. Also man sieht es auch im Hintergrund, wenn man sich die Wand anguckt. Das ist eine weiße Wand. Ich rauche hier nicht in der Wohnung. Das ist keine nikotingeschädigte Wand, sondern es ist eigentlich eine weiße Wand. Man sieht, dass es sehr gelblich wirkt, dadurch, dass die Flasche selber halt wie gesagt braun ist und es ein sehr, sehr warmes LED-Leuchtmittel ist. Dadurch wird die Wand im Hintergrund natürlich sehr gelb, also beziehungsweise das Licht ist sehr, sehr warm, was da rauskommt. Also da könnt ihr ein bisschen rumspielen mit der Lichtfarbe und das müsst ihr dann am besten Fall machen, wenn ihr euch eure Flaschen ausgesucht habt und wisst, was die für eine Farbe haben. Ne? Also wenn die, wie gesagt, durchsichtig sind, dann muss das auch nicht zwangsläufig so sein. Genau, also ihr müsst euch eure Flaschen schneiden, ihr müsst euch vorher überlegen, wie viele Flaschen wollt ihr haben. Das ist so der erste Schritt. Nächster Schritt ist, was wollt ihr für ein Kabel haben? Ich persönlich nutze immer ganz gerne diese Textilkabel. Ich finde die ganz schön, die kriegt ihr in allen möglichen Farben. Ja, also grün, rot, schwarz, blau, also worauf ihr Lust habt, was zu euch in die Wohnung passt. Ich in meinem Fall habe jetzt schwarz genommen, weil das irgendwie ganz gut zu der Einrichtung gepasst hat. Ich habe so eine Lampen auch schon für Bekannte und Freunde gebaut in ja, mit grünen Kabeln, mit roten Kabeln habe ich die auch schon gebaut. Also ich habe auch schon unzählige Flaschen geschnitten, habe auch teilweise das schon mit anderen Glasschneidern gemacht. Den hier, den habe ich mir jetzt nochmal neu gekauft, speziell auch, um das euch einmal zu zeigen in dem Video.
Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach auch mal in die Packung rein und schauen mal, was wir so bekommen für unser Geld. Also, was haben wir hier drin? Ein, ja, ich würde mal sagen, Reinigungsstab, Reinigungsschwamm, um die Flaschen später sauber machen zu können, nachdem man sie geschnitten hat von innen. Ja, ob man es braucht oder nicht, keine Ahnung. So, dann haben wir ein paar Handschuhe hier drin. Die Handschuhe würde ich persönlich tatsächlich als sehr sinnvoll beschreiben. Bei dem Schneiden und später auch dem Brechen von dem Glas, da entstehen definitiv auch ganz, ganz feine Glassplitter. Deswegen sollte man aufpassen, erstens, wo man es macht, dass man es dann danach auch schön sauber macht. Und passt bitte auch auf, dass ihr dort nichts irgendwie in die Augen bekommt und auch euch keine Glassplitter einfangt. Also die Handschuhe, definitiv sinnvoll. Die packen wir uns nochmal zur Seite. So, als nächstes haben wir den Glasschneider an sich hier drin. Da muss ich wirklich sagen, dass ich von der Qualität echt überrascht bin, ne? Also das ist wirklich eine einwandfreie Qualität. Ja gut, die Rollen, die könnten sicherlich vielleicht aus Gummi sein und nicht aus so einem Plastik. Wobei das auch eher, ja, vom Plastik ist jetzt nicht das Allerhärteste. Das ist also in Ordnung, kann die Flasche sicherlich gut drauf rollen. Also da muss ich wirklich sagen, schöne Edelstahlplatte. Rostfrei, Schrauben sind in Ordnung, alles ist fest, alles ist stabil. Hier kann man wirklich nicht meckern. Ne? Hier haben wir dann den Glasschneider drauf. Als nächstes haben wir dann hier noch den Winkel. Das bauen wir uns auch gleich mal zusammen, wenn wir es ausgepackt haben. So, holen wir mal erstmal alles raus. Tüten braucht kein Mensch. So, das ganze unnötige Plastik. Das hätte man sich auch sparen können. So. Also, wir haben dann hier diesen Winkel. Der Winkel wird dann später hier raufgesetzt, entweder so rum, ne, mit diesem Befestigungsschrauben, entweder so rum oder andersrum. Je nachdem, was ihr für Flaschen habt, wie groß die Flaschen sind und vor allen Dingen auch, ob ihr einen Lampenschirm schneiden wollt oder zum Beispiel ein Standglas, wo ihr dann ein Teelicht oder eine andere Kerze reinmachen könnt. Ja, also das könnt ihr dann hier entscheiden, ne, mit dem Abstand. Dann haben wir hier drin einen Glasschneider. Ja. Ja, schön. Brauche ich persönlich nicht, weil ich werde die nicht per Hand schneiden. Also von daher für mich unbrauchbar. So, hier, das ist wiederum ganz schön. Hier haben wir noch einmal einen Ersatzglasschneider für unseren eigentlichen, ja, für unsere eigentliche Flaschenschneidevorrichtung. Das ist ganz schön, dass man da nochmal einen als Ersatz hat, weil die kann man nicht austauschen. Ne? Also ich sag mal, wir liegen hier in dem Bereich von 20 bis 30 Euro für so einen, Flaschenglasschneider. Da ist es durchaus in Ordnung, dass man zwei Stück hat, die auch relativ lange halten werden. Und wenn die denn kaputt sind, dann muss man leider, ja, schauen, ob man sowas nachgekauft bekommt oder sich einen neuen kaufen. Das muss man dann gucken. Aber man kann sie hier auf jeden Fall nicht austauschen. Packen wir uns also nochmal zur Seite. So, ja. Also, es ist ein Bohrer, ja, es ist eine Bohrkrone. Qualität würde ich eher als minderwertig beschreiben. Ich habe so eine Bohrkrone tatsächlich schon benutzt, nicht für Glas, sondern für Fliesen. Sie funktionieren, ja, aber sie funktionieren für 4, 5 Bohrungen, je nachdem, wie hart die Fliese ist. Also bei Natursteinzeug, bei Feinsteinzeug zum Beispiel oder Naturstein. Dann ist auch Schluss, dann können Sie den Müll. Ich persönlich brauche den nicht, weil ich habe nicht vorgehabt, Löcher in die Glasflaschen reinzubohren. Deswegen für mich unbrauchbar. So, wir haben natürlich eine Bedienungsanleitung mit drin. Die sieht gerade sogar eigentlich ganz interessant aus, muss ich sagen. Also ich persönlich werde sie nicht brauchen, weil ich das schon relativ häufig gemacht habe. Aber ja, für jeden, der da nochmal so ein bisschen nachlesen will, sicherlich nicht verkehrt. Also ja, doch, würde ich empfehlen, kann man auf jeden Fall nochmal reingucken. Die Bedienungsanleitung ist auf Deutsch, ist sehr umfangreich, mit schönen bunten Bildern kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Dann haben wir Gummiringe in verschiedensten Größen. Diese Gummiringe waren für mich tatsächlich auch neu. Alle, ja, Flaschen, die ich bisher geschnitten hatte, die habe ich dann ohne diese Gummiringe weiter bearbeitet.
Diese Gummiringe sollen sozusagen später über die Flasche gestülpt werden, und zwar einen Zentimeter rechts und einen Zentimeter links von dem Schnitt, den man angesetzt hat mit dem Glasschneider. Und dann kann man sozusagen die weitere Bearbeitung vornehmen, so dass man dann es hinbekommt, das Wasser kalt und warm relativ genau über dem Schnitt ausgießen zu können, um ja, eine gute, saubere Bruchstelle hinzubekommen. Werde ich auch mal ausprobieren. Schauen wir mal, wie es funktioniert mit diesen Gummiringen. Legen wir uns also einmal zur Seite. Hier haben wir jetzt noch zwei Stücken oder ja, sagen wir mal ein Stück, was in der Mitte zerrissen wurde. Also zwei Stücken Schleifpapier drin. Das ist einmal ein 240er und ja, wie gesagt zerrissen. Die zweite Hälfte 240er. Das war es auch schon mit dem Inhalt und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal an, was man mit diesem schönen Ding machen kann. So, als erstes müssen wir uns jetzt einmal überlegen, wo wir den eigentlichen Schnitt setzen wollen. Dazu sollten wir als erstes gucken, ob die Flasche irgendwo ein wenig dicker ist, also das Material stärker ist an einer Stelle, weil da lässt es sich meistens nicht so gut schneiden. Und wenn wir die Stelle gefunden haben, wo wir schneiden möchten, dann können wir uns den Winkel einmal einstellen. Hierbei ist es jetzt wirklich wichtig, dass der Glasschneider so eingestellt ist, dass die Flasche auf allen Rollen drauf aufliegt, außer die Rolle, die direkt neben dem Glasschneider ist. Da solltet ihr einige Millimeter Platz haben, so dass ihr später wirklich Druck auf den Glasschneider selber ausüben könnt, um die Flasche einzuritzen. Nun ziehen wir uns natürlich unsere Schutzhandschuhe an und dann pressen wir gleichmäßig auf der rechten und der linken Seite vom Glasschneider auf die Flasche und drehen diese dabei. Es ist tatsächlich ausreichend, dass wir die Flasche nur ein einziges Mal rumdrehen. Ihr müsst nicht versuchen, den Schnitt tiefer zu machen. Das sorgt am Ende nur dafür, dass ihr einen unsauberen Bruch habt. Also einmal komplett rum und das reicht dann auch aus. So, jetzt wollen wir das Ganze auch noch einmal mit der durchsichtigen Flasche machen. Die würde ich jetzt mal andersrum schneiden, sodass wir sozusagen einen Kerzenglas oder vielleicht sogar auch ein Trinkglas aus dieser Flasche rausbekommen. Man kann tatsächlich aus solchen Flaschen auch Trinkgläser machen. Wenn ihr die ordentlich abgeschliffen habt, dann schneidet ihr euch wirklich nicht mehr an dieser Flasche. Also es ist nicht mehr möglich, ihr könnt sie wirklich komplett rund schneiden, die Kanten. Das funktioniert sehr gut. Hier müssen wir uns jetzt natürlich den Winkel einmal umdrehen, so dass das dann später auch vom Abstand passt. Das mache ich jetzt in dem Moment einmal. Jetzt legen wir uns die Flasche nochmal an, stellen uns den Winkel genau ein, so dass wir den Schnitt an der Stelle bekommen, wo wir ihn haben wollen, also kurz vor der eigentlichen Rundung vom Flaschenkopf. Und jetzt können wir den Winkel auch befestigen. Die Schrauben sollten schön fest sein, damit euch der Winkel nicht hin und her rutscht, wenn ihr die Flasche schneidet. Das wäre dann blöd, weil ihr einen unsauberen Schnitt bekommt. Nun machen wir hier genau das Gleiche, wirklich einmal komplett gleichmäßig rumgeschnitten. Und sobald ihr einmal rum seid, bitte absetzen und nicht versuchen weiterzuschneiden. Auch hier ist es wieder ein einwandfreier Schnitt geworden. Der ist wirklich gerade und gleichmäßig geworden. Das ist merkwürdigerweise echt leicht mit diesem Glasschneider. Das hätte ich mir vorher schwieriger vorgestellt. Also probiert es einfach mal aus. Jetzt bereiten wir uns einmal das heiße Wasser vor. Also einmal den Wasserkocher voll machen und auf 100 Grad erhitzen. Nun ziehen wir die schwarzen Gummiringe um die Glasflaschen rum. Wir brauchen zwei Stück in der richtigen Größe. Meistens könnt ihr eigentlich direkt die größten verwenden. Und dann ziehen wir ihn über die Flasche, sodass wir ungefähr 1 cm rechts und 1 cm links
von unserer Schnittkante liegen. Jetzt können wir uns einen Topf, einen Eimer oder ein anderes Behältnis mit kaltem Wasser fertig machen. Ich würde euch dringend empfehlen, nehmt euch Eiswürfel mit in den Wassereimer rein. Mit Eiswürfeln schafft ihr es einfach, den größten Temperaturunterschied herzustellen. Und das ist eben genau wichtig bei dieser Arbeit. Wirklich von ganz heiß auf ganz kalt, dann bekommt ihr eine super Bruchkante und es geht echt schnell. Also wir übergießen jetzt die Flasche mit dem kochenden Wasser. Das reicht, wenn ihr das ein paar Sekunden macht und dann direkt in das kalte Wasser rein. Und wundert euch nicht, man hat erstmal das Gefühl und denkt, naja, da passiert ja irgendwie gar nichts, man hört ja nichts brechen. Aber wie ihr in meinem Fall seht, sobald ich die Flasche rausgenommen habe und die Temperatur wieder ein bisschen abgenommen hat, beziehungsweise wieder ein bisschen wärmer geworden ist von der Luft, ist sie sofort sauber und wirklich einwandfrei abgebrochen. Passt bitte in dem Moment noch ein bisschen auf, weil jetzt sind die Kanten natürlich noch leicht scharfkantig. Auch wenn es wirklich ein sehr, sehr sauberer Bruch geworden ist, solltet ihr trotzdem aufpassen, weil die Kanten natürlich noch nicht abgeschliffen sind. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der durchsichtigen Flasche. Ich habe es an der Stelle jetzt auch nicht geschnitten. Also ihr seht wirklich die Zeit, die ich jetzt das heiße Wasser auf die Flasche raufgieße, das ist tatsächlich auch die Zeit, die ich am Ende verwendet habe. Und lustigerweise ist das die zweite Flasche, die ich versucht habe zu brechen. Also die Flaschen sind sofort gebrochen. Ich hatte keinerlei Verluste. Die Flaschen, die ihr hier im Video seht, das sind die Flaschen, die ich auch gebrochen habe und mehr nicht. Also es sind keine kaputt gegangen. Das funktioniert wirklich super mit diesem Glasschneider. So, genug heißes Wasser und auch direkt wieder in unseren Eiseimer rein. Bei der Flasche dachte ich zuerst, na, passiert da irgendwas? Hab dann noch ein paar Mal rein und raus, bin ein bisschen hin und her, ein bisschen gegen den Topf geschlagen. Aber wo ich sie rausgenommen habe, blub, war sie sofort ab. Und auch hier wieder ein einwandfreier Schnitt, also keinerlei Bruchkanten oder ähnliches zu erkennen. Sauberer geht es tatsächlich nicht. Ja, wie ihr seht, man kann auch schöne, einfache Getränkegläser daraus machen. Wenn man eine schöne Flasche hat, wie gesagt, einen schönen Wodka oder ähnliches und man will sich daraus Gläser machen, auch das ist möglich. So, nun nehmen wir uns das Schleifpapier. Das Schleifpapier, das können wir schön feucht machen, also einfach einmal in unseren Topf reingetunkt, schön feucht gemacht und dann fangen wir an mit der äußeren Kante einmal ringsherum zu schleifen. Man muss nicht doll aufdrücken, man muss auch gar nicht so viel schleifen. Das ist ein mittleres Schleifpapier, was wir hier haben und die Kante wird wirklich nach relativ kurzer Zeit sehr glatt und ihr habt keine Probleme mehr, dass ihr euch daran schneiden könntet. Das gleiche machen wir dann natürlich noch einmal auf der Innenseite und dann machen wir noch einmal die flache Fläche von vorne direkt und dann haben wir dort eine einwandfrei abgeschliffene Schnittkante, wo sich keiner mehr dran schneiden kann und die vor allen Dingen auch optisch wirklich etwas hermacht. Also das sieht fast aus, als ob ihr diese Flasche maschinell geschnitten hättet und nicht mit so einem günstigen Glasschneider von Amazon. Also wie ihr hier sehen könnt an dem Versuch, ich habe keinerlei Probleme gehabt, ich habe mich nicht geschnitten an den Fingern. Die Flasche, die ist wirklich so stumpf, nachdem man sie geschliffen hat. Also einwandfrei, da kann nichts passieren, man kann sich nicht schneiden. So, ich habe die Flasche jetzt ein wenig einweichen lassen im warmen Wasser, habe die ganzen Etiketten erstmal abgemacht. Hier seht ihr auch nochmal, also es ist nicht möglich, egal wie fest ich aufdrücke, man kann sich nicht mehr mit dieser Flasche schneiden. Nachdem ihr darüber geschliffen habt, ist es wirklich so eine einwandfreie Kante geworden. Ich war selber ein wenig verwundert, da ich das mit den vorherigen Schneidern, die ich hatte, teilweise nicht so gut hinbekommen habe. Also ich bin definitiv überzeugt von dem Flaschenglasschneider. Empfehlung ist raus.
So, nun wird die Flasche noch von sämtlichen Teilen befreit, die wir nicht an unserer Lampe später dran haben wollen. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Fassung. Ich habe jetzt hier fürs Video ein Baldachin genommen, der bereits ein Textilkabel und eine Fassung dran hat, eine E14-Fassung. Ja, ich wollte es fürs Video jetzt relativ einfach halten. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch einzelne Fassungen besorgen, ihr könnt einzelne Textilkabel besorgen oder vielleicht sagt ihr sogar, Mensch, ich will eh ein schwarzes Kabel haben, ich brauche eine E14-Fassung. Das passt ganz gut, ich nehme das direkt fertig und muss es dann nur einmal abmachen und die Fassung wieder ranmachen. Weil ihr wollt das Kabel ja durch den Flaschenkopf durchbekommen und das funktioniert natürlich nicht mit der Fassung. Ansonsten gibt es verschiedenste Fassungen, hier in dem Fall eine Messingfassung, die ich auch schon einige Male verwendet habe, um Flaschenlampen zu bauen und auch für andere Lampen, die ich gebaut habe. Ja, da könnt ihr euch einfach eine aussuchen, die euch persönlich am besten gefällt. In meinem Fall baue ich jetzt die vorhandene E14-Fassung einmal auseinander. Das ist jetzt nicht unbedingt die Fassung, die fürs Auseinander- und Zusammenbauen gedacht ist, aber auch das funktioniert. Die hat auch einfache Quetschverbinder. Das bedeutet, ich werde jetzt das Kabel gleich einmal abtrennen von der alten Fassung und dann können wir das Kabel durch den Flaschenhals stecken. Ja, weil ich es möglichst einfach halten will, einfach einmal abgeknipst. Wir haben glücklicherweise bei der Fassung zwei Eingänge, um dort Kabel ranzustecken. Das bedeutet, ich brauche die alten gar nicht mehr verwenden. Ich gehe einfach direkt daneben ins nächste Loch rein, sobald ich meine Kabel abisoliert habe und mir Ader-Endhülsen drauf gepresst habe. Ja, diesen Hitzeschutz, den wir auf den Adern drauf haben, den können wir eigentlich ganz weit wegschmeißen, weil ich sage euch ganz ehrlich, in diese Kunststofffassung würde ich ohnehin keine Glühbirne reinmachen, die heiß wird. Und bei einem 2 oder 6 Watt LED-Leuchtmittel, da brauche ich mir keine Gedanken um Hitzeentwicklung machen. Also Kabel durch die Flasche durchgesteckt. So, jetzt nutzen wir einmal unsere Abisolierzange und dann können wir einmal die Adern abisolieren. Von der Länge her könnt ihr hier einfach die Länge einer Aderendhülse nehmen. Das passt in die Fassung ganz gut rein. So, jetzt noch die richtigen Aderendhülsen rausgenommen. Ich würde euch so ein Aderendhülsen-Set empfehlen. Das kann man immer gebrauchen für flexible Kabel. Das bekommt ihr direkt im Set mit einer Crimpzange zusammen. Kann ich empfehlen, habe ich auch. Muss nicht unbedingt Knipex sein, kann auch eine günstige sein. Die funktionieren genauso für den normalen Hausgebrauch. So, nachdem wir die beiden Aderenden mit Aderendhülsen versehen haben, können wir sie auch direkt in die Fassung wieder reindrücken. Wie gesagt, das sind Quetschverbinder, einfach einmal reingedrückt, da sind so eine Federklammern drin und die halten eure Aderendhülsen dann auch fest. Vorteil, ihr könnt sie relativ leicht verbinden, der Nachteil, ihr kriegt sie eigentlich nicht mehr wirklich auseinander, ohne sie dabei kaputt zu machen. Alles fest, jetzt können wir die Fassung wieder zusammenbauen. Natürlich ganz wichtig, bevor ihr die Leitungen bzw. die Adern mit dem Unterteil der Fassung verbindet, achtet immer darauf, dass ihr die Rückseite von der Fassung vorher wieder auf das Textilkabel raufgeschoben habt, damit ihr es danach auch ordentlich zusammenbauen könnt. Nun noch einmal die Zugentlastung festgeschraubt und dann sind wir auch schon fast fertig.
So, das war es jetzt auch schon gewesen. Die Lampe habe ich tatsächlich nur für das Video gebaut, aber die könnte man fast schon so verwenden. Ja, das grüne Glas ist vielleicht Geschmackssache. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nur so verwendet, weil ich gerade eine grüne Weinflasche im Haus hatte. Ihr könnt von den Farben her, wie gesagt, nehmen, was ihr möchtet. Das braune Glas ist sicherlich deutlich schöner, aber vielleicht gefällt auch jemandem das grüne Glas. Also ich glaube, ihr habt gesehen, es ist wirklich einfach, so eine Lampe selber zu bauen, diese Glasflaschen zu schneiden. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ja Leute, das war's auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet wieder schöne, nützliche Tipps aus dem Video rausziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, gerne auch ein kostenloses Abo und schaltet beim nächsten Video wieder ein. Ciao.